Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hearthstone und wir spielen weiter Ranked mit unserem Druiden. Zwielichtläufer hätte ich nicht so gerne auf der Hand gehabt. Aber das kennt ihr ja schon. Zorn für Karten. Auch wenn Überleben des Stärkeren ziemlich attraktiv ist, wir haben es erstens schon auf der Hand und zweitens dreimal brauche ich es auch nicht. Muss ein guter Zauber gewesen sein. Oh Mann. Das war ja eine wilde Sache. Tut mir richtig leid, der Typ. Zeit für ein bisschen Magie. Aber ich bin auch mal so freundlich und damage meine eigenen Diener. Aber ich will ja die Karte ziehen und das ist geil. Also die beiden auf der Hand haben stark. Brauche ich die Kombi mit Omu und den Bienen. Blöd. Okay. Mana Flut-Totem. Ja, verstehe. Wieso zwei Karten mit? Definitiv okay für mich, die zwei Karten, die kann er haben. Omu ist hier, die Kombi auf der Hand, aber nichts weiteres. Yep. Fünf Mana auf jeden Fall den Zwielichtläufer. Ich brauche Karten ganz dringend. Ich brauche meine Combo, meine Mana-Gain-Karten. Mir Mana bringen. Ich frage mich, ob. Okay, die ist nicht so schön. Aber die wird eh auf meinen Spott draufhüpfen. Hoffentlich kann er sie nicht noch pimpen. Verursacht 3 Schaden, ruft der Diener mit 3 herbei. Ist richtig geile Karte. Überladung 1 halt dadurch. Aber trotzdem. Das Random Totem. Komm, vernichte dich selber wieder. Und das war ein Rage Quit. Na gut, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. So, und da sind wir auch wieder mit dem zweiten Match. Diesmal gegen einen Dämonenjäger. Und ich bin mit meiner Hand sehr zufrieden. Die Stabmacherin muss ich mal schauen, ob ich die ersetze noch. Die bringt mir selten die Naturkunde, die ich so gerne hätte. Muss aber, glaube ich, schon reinkoinen in sie. Ja. Einfach, damit ich nächste Runde zur Runde Karte ziehen kann mit ihr. Aha. Könnte stark sein, könnte stark sein. Meine Ghidra sehe ich auch überhaupt nicht. Also die ist ganz, ganz selten oben auf dem Deck. Was erstmal nicht schlecht ist, aber auch nicht wirklich gut. Sonst bin ich mit dem Deck relativ zufrieden. Paar Anpassungen noch, dann könnte das auf jeden Fall weit nach oben gehen. Zum Beispiel sie hier muss raus. Ja, hilft mit dem Einsatzzauber Naturkunde, aber das ist halt, wie ihr seht, selten die Naturkunde. Und auch der eifrige Initiant, da müsste ich mal schauen, ob ich da irgendwas noch Besseres reinbekomme für 1 und 2 Mana. Mal abwarten. Machen wir auf jeden Fall erstmal ein paar Matches und schauen, wie sich's entwickelt. Und das wird Quest werden. Na, Illidan, was machst du?
Klinge, zwei Einser hergerufen. Für mich okay, vor allem weil ich Karten ziehen kann dadurch. Karten ziehen oder den Prime reinmischen nicht. Bin immer dafür, den Mana perfekt eigentlich auszunutzen, das Mana. Und Zorn mit einer Karte ziehen ist weiterer passiver Zug. Der Zug ist jetzt eher mal, ja, nicht aggressiv, aber hält ihn ein bisschen in Zaum. Vor allem, weil er relativ passiv auch spielt. Er spielt jetzt nicht wirklich aggressiv. Abwartend mit seinen Angriffen geht er meistens aufs Board, ja. Martin hat auch noch nicht viele gespielt. Mana-Kristalle, oder je nachdem, was er spielt. Verbrenn zu Asche. Okay. Ja, ich könnte jetzt reincoinen. Gibt mir aber nichts, weil ich dann eh nicht spielen kann, deswegen machen wir das so. Ziehen wir eine Karte. Und spielen nächste Runde die vierbeinigen Freunde. Ist es kalt in den Schatten? Nicht schlimm. Ich brauche den Seedrescher und dann kann ich auf die 1-1er rechts gehen. Komm, Seedrescher. Drückt mir die Daumen, Leute. Leider nein. Umso belastender ist es. Weil ich ihn jetzt erziehe. Ja, der Seedrescher wäre es gewesen. Aber natürlich kriegt man ihn dann nicht. Armer Hexenmeister. Alle günstiger. Das ist nicht gut für mich. Das ist genau perfekt für ihn ausgelockt. Für mich die Anaconda war auch die Kaiser-Kobra, nicht Anaconda, tut mir leid. Ja, die werde ich aber snacken. Oder holt er sich die 5 Damage von ihm her? Aber das ist jetzt die Frage. Zwei Karten würden mir persönlich gar nicht mal so viel bringen. Der Zug wird sich nicht anders ändern. Ich werde den 4-2er sowieso wegmachen. Weiß er auch. Was er nicht weiß, ist, ich werde dafür die Biene nutzen. Zeit für ein bisschen Magie. Und dann das so machen. Und habe nächste Runde 7 Mana. Dann kann ich mir nochmal 2 Mana-Kristalle holen, die beiden spielen. Falls er nochmal aufs Board kommt. So schnell. Und dann habe ich meinen 10er-Zauber. Zeit für ein bisschen Blut vergießen. Hey, ich halte euch. Das Positive bei mir ist, ich muss nicht am Anfang Gas geben. Hm, okay. Muss ich auf den Plan verzichten? Weiß noch nicht. Muss ich definitiv spielen. Spiel ihn noch vorher. Zeit für ein bisschen Magie. Voilà, Magie. Was bringt mir mehr? Machen wir mal so. Dann kann er zwar mit den beiden meine Diener hier wegmachen, easy. Aber nächste Runde kann ich meinen Mischniffen Prime spielen. Und zwar einen mit Eifer, würde ich sagen. Oder beide als Spott.
natürlich auch sie spielen. Warte mal, jetzt sind wir einige Kombinationen. Also, der ist auf jeden Fall ein starker Konter. Hier sie, Winzorn, Zauberschub. Bringt mir aber nichts gegen ihn hier, deswegen würde ich sagen. Mein Umu habe ich leider nicht. 1, 2, 3, 4 kann ich natürlich auch spielen. Pass auf, ich mache das so. Ihnen kombiniert mit dem Seedrescher wäre auch noch eine Möglichkeit, aber ich glaube, das ist. Seid hier. Und zwar als Doppelspot. Und der Panda kommt dazu. Perfekt. Oder der Spot wäre noch geil gewesen, nicht mein Omu. Deswegen habe ich ein bisschen gezögert, ihn auszuspielen. Aber haben wir Glück gehabt. Wenn wir sie gemacht hätten, hätte es auch gereicht eigentlich. Warte mal. Sieht man jetzt natürlich nicht. Ich meine, er kriegt einen meiner beiden Spots weg. Wäre vielleicht schlauer gewesen, einen als Eifer und einen wegzumachen. Aber ich wollte hundertprozentig mein Gesicht schützen. Weil ich so viele Karten auf der Hand habe, die mir das Match jetzt noch ermöglichen zu gewinnen. Der vierbeinige Freunde dürften nicht mehr viele drin sein. Gerade, was ist sinnvoller? Zehnerzauber? Eigentlich schon, oder? Karten habe ich dann. Dann habe ich 7 Karten. Perfekt. Und das müsste es gewesen sein. Gut gespielt. Ein einfacher Zauber. Verbrenn zu Asche. Okay. Ich geb mich geschlagen. Na gut. Fürs Erste. Würde sagen, das war's für diesen Part. Und out. Rein, Leute.